Das ist der neue Radrick VCOR 4 3D-Drucker in der 400mm Hybrid-Version. Der Drucker kommt mit vielen spannenden Features wie einem modularen Rahmen, diesem neuen Toolhead mit Beacon-Sensor und einer isolierten Box für die Elektronik. Außerdem besteht er hauptsächlich aus massiven Metallteilen für hohe Präzision und Stabilität. Ich bin Jan von Jantec und in diesem Video zeige ich, wie aus diesem Haufen Einzelteile dieser 3D-Drucker wurde. Viel Spaß! Der Radrick VCOR 4 wurde im April diesen Jahres vorgestellt und ist der Nachfolger des sehr beliebten VCOR 3.1. Diesen hatte ich bereits Anfang des Jahres hier auf meinem Kanal vorgestellt. Wer mein Review gesehen hat, weiß, dass ich sehr begeistert von dem Drucker war. Dennoch gab es ein paar Punkte, die mich an dem Drucker gestört haben, wie die komplizierte Enclosure-Option oder die aufwendige Verkabelung. Mit dem neuen VCOR 4 sollen diese Probleme Geschichte sein. Lass uns daher schnell einen Blick auf die neuen Features des VCOR 4 Druckers werfen. Der Drucker kommt in drei Größen: 300, 400 und 500 mm. Das beschreibt jeweils die maximale Druckgröße in X-, Y- und Z-Richtung. Außerdem gibt es diesmal drei verschiedene Varianten: Standard CoXY, Hybrid und IDEX. Bei der Standardvariante erhält man die normale CoXY-Kinematik mit zwei Motoren für X und Y. Bei der Hybrid-Version kommen zwei weitere Motoren für die Y-Achse dazu und bei IDEX, wie es der Name schon sagt, einen zweiten unabhängigen Extruder für Multimaterialdruck. Insgesamt gibt es viele Neuerungen im Vergleich zum VCOR 3, weswegen ich nur auf ein paar eingehe, die mir besonders wichtig erschienen. Der Rahmen wurde komplett verändert. Der Aufbau ist über solche Schnellverbinder nun einfacher. Dazu kommt, dass er größer als der des VCOR 3 ist. Das hat den Vorteil, dass sich Erweiterungen hinzufügen lassen, ohne den Drucker neu bauen zu müssen. Auch die drei Versionen, CoXY, Hybrid und IDEX, nutzen jeweils den gleichen Rahmen, was Upgrades sehr einfach macht. Außerdem wurden einige gedruckte Teile durch CNC-gefräste Metallteile ersetzt, was zu mehr Stabilität und Präzision führt. Die Elektronik sitzt nun in einer separaten Box, was eine getrennte, saubere Verkabelung ermöglicht. Und das waren wie gesagt nur ein paar Neuerungen, ohne dabei die HG15 Rails für die Z-Achse, die Metallbasisplatte oder den neuen Toolhead zu erwähnen. Der Drucker kommt als Kit und muss daher selbst aufgebaut werden. Neben CAD-Dateien gibt es dafür eine ausführliche Anleitung auf Dozuki. Die Preise berechnen sich je nach Größe, Variante und Konfiguration. Zur groben Orientierung: Das Full Kit Standard VCOR 4 in 300mm kostet derzeit 1.199 Euro. In 500mm sind es 1.499 Euro und das Hybrid-Upgrade kostet nochmal 100 Euro extra. Ihr findet eine detaillierte Preisliste in der Videobeschreibung verlinkt. Kurzer Hinweis: Dieses Video ist kein Review. Ich habe den Drucker mechanisch vollständig aufgebaut und möchte euch in diesem Video zeigen, wie das ablief. Weitere Videos zur Firmware-Installation, dem Drucken und einem abschließenden Review gibt es bald auf meinem Kanal. Als mich Anfang des Jahres Radrick gefragt hat, ob ich eine Review-Einheit des VCOR 4 erhalten möchte, musste ich nicht lange überlegen. Die Wahl der Variante und Größe ist mir jedoch etwas schwerer gefallen. Da ich den VCOR 3.1 bereits in 300mm habe, habe ich mich für den 400er Hybrid entschieden, da dieser zumindest noch einigermaßen kompakt ist. Das dachte ich zumindest. Das Kit wurde dann in 7 Paketen am 16.04. geliefert, ausgerechnet einen Tag, bevor ich zum Rocky Mountain Wrap Rap Festival in die USA geflogen bin. Wieder zurück in Deutschland habe ich alles für den Aufbau vorbereitet, die Einzelteile sortiert und überprüft. Ab dann bin ich der offiziellen Aufbauanleitung von Radrick im Dozuki gefolgt. Hier wird Schritt für Schritt gezeigt, was wie zusammengebaut werden muss. Als erstes wird der Rahmen aufgebaut. Während beim VCOR 3 solche Winkel und Platten verwendet wurden, kommt der VCOR 4 mit Schnellverbindern, die den Aufbau wesentlich einfacher machen. Beim Zusammenbau des Rahmens ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie groß dieser Drucker wirklich ist. Die 500mm Version zum Beispiel hätte gar nicht mehr auf meinen Tisch gepasst.
Nachdem der Rahmen fertig aufgebaut war, habe ich diesen auf den Boden verlegt und habe dann die einzelnen Baugruppen am Tisch zusammengebaut und dann am Drucker installiert. Konkret sind das die folgenden Baugruppen. Die Z-Achse, bestehend aus Linearschienen, Motoren und Halterungen für das Druckbett. Die restlichen Schienen für die X- und Y-Achse. Das Motion System mit den Motoren für XY und die Führung für die Riemen. Die X-Achse. Das Druckbett, welches bei Redrick nicht fest an die Halterung geschraubt wird, sondern über Kugeln frei auf solchen POM-Teilen liegt. Die Idee ist, dass sich das Druckbett bei thermischer Ausdehnung nicht aufgrund von starren Befestigungen verbiegt. Dann der Toolhead mit dem Orbiter-Extruder, Fetes Rapido Hotend und Toolboard für einfache Verkabelung und zum Schluss die Elektronik, welche in einer separaten Box an der Rückseite des Druckers befestigt wird. Insgesamt war der gesamte Aufbau relativ einfach, da die Anleitung wirklich präzise ist. An manchen Stellen sind mir kleinere Fehler oder Ungenauigkeiten aufgefallen, diese habe ich jedoch alle dokumentiert und direkt an die Ingenieure von Redrick gesendet. Falls ihr euch also dazu entscheiden solltet, selbst solch einen Drucker zu bauen, könnt ihr mit einer nahezu perfekten Anleitung rechnen. Doch wie lange hat das Ganze jetzt gedauert? Ich habe für den kompletten mechanischen Aufbau etwa 20 Stunden gebraucht. Ich sollte jedoch auch dazu sagen, dass ich mit dem Bau von Redrick-Druckern bereits etwas Erfahrung hatte. Den ersten VCore 3 habe ich in meinem Praktikum bei CNC Kitchen aufgebaut und dabei wirklich viel gelernt. Und wenn wir schon beim Thema Lernen und CNC Kitchen sind, möchte ich euch kurz das neue Programm von Stefan, CNC Kitchen und Ampro 3D aka 3D-Druck Andi vorstellen, die 3D-Druck-Akademie. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform, auf der Kurse, Beratungen und Foren rund um das Thema 3D-Druck angeboten werden. Auch ich habe mir den Zugang gekauft, da ich den Fusion 360 CAD-Kurs belegen und mein Wissen mit der Community teilen möchte. Wenn ihr das Video heute, am Samstag, den 8. Juni 2024 seht, dann gibt es noch bis Sonntagabend ein sehr attraktives Angebot, bei dem ihr gerade einmal 69 Euro für das Jahresabo zahlt. Aber auch zu normalen Konditionen ist die Akademie sehr erschwinglich, zum Beispiel für 8,90 Euro im Monat. Folgt dafür einfach dem Link in der Beschreibung und wir sehen uns in der 3D-Druckakademie. Nachdem der Aufbau abgeschlossen ist, geht es an die Firmware. Auch dafür gibt es eine Neuerung, RetroS 2.1. RetroS basiert auf Clipper und Mainsail und vereinfacht die Installation und das Flashen der Firmware auf verschiedenen Boards. Dafür wird einfach das Image auf eine SD-Karte gezogen, diese in den Raspberry Pi gesteckt und davon gebootet. Ab dann passiert eigentlich alles automatisch. Der Raspi erzeugt einen Hotspot, mit dem man sich verbindet. Über retros.local können dann im Browser die eigenen Netzwerkdaten eingetragen werden. Die Konfiguration ist größtenteils fertig verfügbar und es wird einfach über das Webinterface angeklickt, welche Komponenten im Drucker verbaut sind. Normal musste man das immer händisch in einer Konfigurationsdatei machen, was anfangs sehr verwirrend sein kann. RetroS generiert die komplette Datei automatisch. Bei Standard Redrick Kits ist es noch einfacher, da man sich keine Gedanken über die verwendeten Komponenten machen muss und einfach die Voreinstellungen behalten kann. Außerdem gibt es viele neue Features wie ein interaktives Tool zur Messung von Resonanzen. Wenn die Installation an meinem Drucker abgeschlossen ist, werde ich nochmal ein detailliertes Video über RetroS 2.1 machen. Wie zu Beginn erwähnt, war dies natürlich nur ein erster Einblick in den mechanischen Aufbau und kein vollständiges Review. Wenn ihr wissen wollt, wie sich der Drucker im Alltag schlägt und welche Druckqualität zu erwarten ist, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das kommt nämlich alles in den nächsten Wochen hier bei Jantech.